Hallo und einen schönen Montagmorgen. Montag, die Sonne scheint und Tim ist zu Gast. Hallo, Tim. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Melanie. Schön, dass du auch da bist. Ja, Wäre ein bisschen langweilig, nur mit mir alleine. Nein, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder die äh, Mattscheibe begrüßen darf. Nein, was sagt man? Erscheinen darf, Den so rum. Den Bildschirm füllen. Du darfst ihn heute mit Freude und mit Fonts füllen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das Thema endlich schaffen. Das war ja schon länger auf der Liste und wir haben es ganz oft mit den Brush-Streams verschoben, weil die wahnsinnig gut angekommen sind. Und heute darfst du endlich über Adobe Fonts sprechen. Freude mit Fonts, eine Alliteration. Oder wie wir in der Schule immer gesagt haben, eine Metapher. Da war alles eine Metapher. Hm. <laughs> da da war da auch alles mit Freude. Dabei. <laughs> ja, der Chat ist voll. Wenn du da bist, sind auch die Leute im Chat da. Wir haben Stefan zu Gast, Jürgen. Kirsti, Karina ähm, ist da, Kerstin, Andrea. Schön, dass ihr heute alle da seid. Für alle, die gerade bei YouTube zuschauen, äh, kommt drüber zu Behance. Ähm, hier gibt es einen Chat und hier beantworten wir eure Fragen. Und das ist ja das Wichtigste heute, weil Tim weiß alles über Adobe Fonts und Fonts allgemein und Schriften. Tim weiß ja grundsätzlich, wie wir alle wissen, alles. Ähm, und wenn nicht, hat einfach wahnsinnig schnelle Finger, um das Ganze zu googeln. Aber. Ähm, Kommt zu Behance und stellt eure Fragen. Weil äh, ohne eure Fragen macht das natürlich ein Stück weniger Spaß. Und ähm, hallo Reinhard, schön, dass du noch dazugekommen bist. Und wir freuen uns auf eure Fragen. Tim. Ja, ja, hallo. Ich, dich, äh, ist, ich weiß, es ist Montag. Ich ja, kurz Hast, hattest, ja. du, hattest du denn schon genug Kaffee, weil ich so viel laber, oder? Willkommen bei Adobe Live. Mein Name ist, Ach, das hatten wir schon, ne? Äh, <laughs> Nein. Ähm, ja, ich freue mich sehr und begrüße auch alle <laughs> Leute im Chat da draußen. Und von mir aus können wir sofort loslegen, denn ein Portfolio habe ich ja eh nicht, was ich groß vorstellen muss, insofern. Naja, dein Portfolio ist äh, 15.000 Streams lang und die kann man alle bei Behance ansehen. Und die, die schauen wir ansehen. uns jetzt an. Oder auch nicht. Okay. So, was hast denn du heute? Was machen wir denn heute zum? Das weiß ich nicht. Was willst du denn? Nein. Und zwar geht es heute, <laughs> wie es auch im Stream schon groß angekündigt war, ist seinen Toten tun, um einen Adobe Fonts Crashkurs. Das heißt, das Wichtigste, die Würze in der Kürze oder so ähnlich, äh, alles über Adobe Fonts, was ihr wissen müsst und auch nicht wissen müsst, mh, das heute hoffentlich in der Stunde. Und ich habe extra ein bisschen weniger vorbereitet, sodass äh, wir nicht wieder 15 Streams brauchen, sondern hoffentlich doch nur den einen heute. Vielleicht sind wir sogar eher fertig, ich weiß es gar nicht. Okay, deswegen gehen wir mal rüber auf meinen Computer. Und da habe ich, ich habe da mal was vorbereitet. So, ne, da wollen wir noch nicht hin. Ha, ha, warte mal, da meine Güte. Wer braucht schon PowerPoint, wenn es sowas hier gibt? Ne, wild. Richtig. Und die besten Präsentationen fangen, fangen immer da an, wo sie endlich auch fangen. Wie wir gerade gesehen haben. An der letzten, an der letzten Folie, wenn es vorbei ist, ist es am schönsten. Das war ja gar nicht die letzte. Ist ja egal. Ähm, ja, Tim ist so ein, ich habe gar nichts vorbereitet, der Typ. Naja, danke, Jürgen. <laughs> ja, der Chat kennt sich gut. Da gibt es keine Ausreden mehr, Tim. Sorry. Ja, es ist gut, dass hier oben nicht gerade das Datum steht, wann die Präsentation erstellt wurde. Das ist schon ganz, das ist ganz vorteilhaft für mich. Sonst würde man sehen, dass sie gar nicht so alt ist. Ähm, okay. Ja, worum soll es denn heute überhaupt gehen, dass Leute, die vielleicht nicht viel Zeit haben, wissen, worauf sie sich einlassen? Und zwar würde ich gerne die Frage klären, was ist Adobe Fonts eigentlich überhaupt? Ja, was ist das? Was kann man damit machen? Ähm, was brauche ich dafür? Das heißt sozusagen, was müsst ihr bereits besitzen oder was müsst ihr mitbringen, damit Adobe Fonts wirklich das Richtige für euch ist? Dann schauen wir uns an, ob sich das überhaupt lohnt. Adobe Fonts sich zu holen. Und dann schauen wir uns ein bisschen ein paar rechtliche Fragen an. Keine Angst, ich werde keine Paragraphen oder Ähnliches nennen, aber so ein paar Sachen, wie darf ich das eigentlich überhaupt mit den Schriften machen? Das ist ganz wichtig. Und äh, zum Schluss, wo kann ich denn diese Schriften überhaupt verwenden? Mit wo meine ich, in welchen Apps und äh, in welcher Art und Weise? Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall heute eine Menge Demos auch anschauen. Keine Angst, das Ganze wird nicht nur ein, ein langweiliger Vortrag, sondern wir werden auch in die Apps natürlich reingehen. Insofern hoffentlich äh, für jeden was dabei. Und sollte irgendwelche Fragen bei euch da im Kopf auftauchen zu Hause, dann äh, nicht scheuen, diese unbedingt in den Chat auf Behance reinzupacken. Die URL hat Melanie gerade schon erwähnt: slash live de und dort schaut sie auch kräftig in den Chat hinein und ähm, alles, was da so drin ist, das versuchen wir heute zu beantworten. Und falls äh, das äh, für euch das erste Mal ist, dass ihr dabei seid, dann sagt mal hallo, sagt uns mal, wo er herkommt. Wir würden gerne ein freundliches Hallo zurückzugeben. Ähm, gut, dann würde ich sagen. Reden wir nicht weiter, sondern reden über ein anderes Thema, nämlich wieder Adobe Fonts. Dann ähm, klären wir doch erstmal, was ist eigentlich überhaupt Adobe Fonts? Wa? Was kann man damit machen? So, falls ihr das noch nie gehört habt, Adobe Fonts ist eine, grob gesagt, eine Schriftsammlung, eine Schriftartensammlung. Und diese ist für euch kostenlos. Oder falls ihr noch kein Abo habt, wie das genau funktioniert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, für einen geringen Pre monatlichen Preis äh, verfügbar. Das ist Lobbyfonds eigentlich auch schon. Schriften. Ne? Ja, das ist die kurze, aber knappe und gute Erklärung davon. Ja, dann danke für den Stream heute. War mir ein Vergnügen. Äh... Ja, wir müssen noch sagen, Schöne wenn Woche kommt. Nee. <laughs> so, und zwar vielleicht als Einführung überhaupt, wo findet man das? Wo habt ihr das schon mal gesehen? Und zwar, es gibt nämlich viele Möglichkeiten, Adobe-Fonts zu sehen. Einige von denen ist euch vielleicht gar nicht bewusst gewesen, dass es die dort auch gibt. Unter anderem einmal die Website natürlich, die schauen wir uns gleich noch in Ruhe an. Dann haben wir die in der Creative Cloud App. Schauen wir auch gleich vorbei. Dann in den verschiedenen Apps. Einmal zum Beispiel die Adobe-Apps, das ist hier Photoshop. Dann haben wir hier allerdings auch nicht Adobe-Apps, das ist zum Beispiel Microsoft Word. Und natürlich ist es auch verfügbar in Webseiten. Auch das schauen wir uns heute an, hoffentlich. Und zu guter Letzt ähm, haben wir noch eine Menge Schriftpakete, Pakete, die auch über gewisse Sachen erreichbar sind, die wir uns dann noch äh, hoffentlich anschauen werden. So, Das heißt, es kann sein, dass ihr Adobe Fonts schon mal gesehen habt, aber einfach noch gar nicht wusstet, dass es das überhaupt ist. Und deswegen äh, diese lustige Folie. Okay dann sollte hoffentlich jetzt ungefähr klar sein, womit was wir es hier heute zu tun haben. Ähm, sollten wir uns also deswegen mal dringendst anschauen, damit wir zu wissen, was es ist, sollten wir mal klären, was brauchen wir denn dafür. Mit gibt es natürlich einmal... Nein, ich fange anders an, pass auf. Was brauchen wir dafür? Ich fange ich fang, ich fang ganz anders an. So. Ähm, und zwar äh, gibt es eigentlich im Prinzip nur zwei Voraussetzungen für Adobe Fonts. Einmal, welches Abo ihr habt und natürlich euer Betriebssystem. Denn, fangen wir mit dem einen mal an, das ist einfacher, Adobe Fonts ist natürlich äh, betriebssystemabhängig im Sinne von, wenn ihr es in einer App verwenden wollt, naja, die gibt es halt eben nur auf macOS und auf Windows. Oder auf einem anderen ähm, Apple-Betriebssystem, welches wir <laughs> wahrscheinlich vielleicht noch dazukommen werden. Ähm, warum habe ich das extra so hingeschrieben? Naja, solltet ihr auf einer Linux-Distribution unterwegs sein, äh, ja, das wird schwierig. Dann könnt ihr maximal nur über den Webbrowser, deswegen ist es hier auch extra nochmal äh, gemacht, könnt ihr über den Webbrowser das machen, aber ansonsten die ganzen Apps oder auch Creative Cloud. Das gibt es halt nicht auf Linux oder auf anderen Betriebssystemen. Deswegen äh, sind wir limitiert auf macOS und Windows. Das und nebenbei. Das war jetzt die einfache Voraussetzung. Kommen wir jetzt zu <laughs> einem bisschen komplizierteren. Äh, ne. Und zwar das Abo. Im Prinzip gibt es da zwei Möglichkeiten. Einmal, oder oh, sieht man gerade nicht? Äh, okay. Einmal gibt es die, das vollständige, äh, vollständige Adobe-Fonts. Bibliothek, da ist dann alles drin. Die kostet halt Geld oder die ist entsprechend in einem Abo verfügbar. Und es gibt einmal die Basisbibliothek. Da sind dann nicht so viele Schriften drin. Ähm, dafür ist es aber kostenlos. Wer hat jetzt was? Also, wenn ihr irgendein Bezahlabo habt von der Creative Cloud, das heißt Photoshop oder Illustrator oder das Foto-Abo oder die ganze Creative Cloud, ja, dann ist das auf jeden Fall mit dabei. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ähm, dann kriegt ihr auch die vollständige Version. Der einzige Unterschied ist, dass eventuell solltet ihr äh, in einer Uni oder einer Schule sein, wo die Creative Cloud von denen gemanagt wird. Dann kann das unterschiedlich sein. Das ist dann abhängig davon, wie das euer Administrator gemacht hat. Ähm, aber solltet ihr jetzt ein Einzel-, eine Einzelperson sein oder auch ein Team, dann... Ähm, habt ihr auf jeden Fall die vollständige Bibliothek und dann könnt ihr alles das machen, was ich heute zeige. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Solltet ihr allerdings kein Bezahlabo haben, ne? gibt es ja, ist ja kein Problem. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Behands nutzen möchtet, äh, dann gibt es die sogenannte Basisbibliothek. Das bedeutet eigentlich nur, dass ihr ein paar weniger Schriften bekommt. Das sind immer noch eine Menge. Also das sind jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern das sind immer noch ein paar hundert bestimmt. Fragt mich jetzt nicht genau, welche, wie viele das sind. Ähm, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu. Ähm, aber für das kostenlose Abo und auch in den Probeabos, das ist auch ganz wichtig, ähm, gibt es halt diese Basisbibliothek. Die ist kostenlos und ähm, ihr habt aber immer noch eine Menge Vorteile, auf die wir noch äh, in Ruhe eingehen werden. Äh, zur Verfügung. Genau, ich habe das jetzt mal hier aufgelistet. Das Sie müssten meines Erachtens nach ähm, alle, äh, alle Sachen abdecken. Sollte doch irgendwas fehlen, ja, äh, alle Angaben ohne Gewehr. <laughs> Müsst ihr noch <laughs> hinschreiben. Äh, ja, aber das müsste eigentlich so ziemlich alles abdecken. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo hier seht, in einem von den beiden, dann könnt ihr genau wissen, was ihr bekommt. So. Das heißt, das ist das, was ihr braucht. Ihr braucht das richtige Betriebssystem. Wenn ihr auf Windows oder Mac OS seid, seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Und ihr braucht entsprechend ein Abo. Wer ist jetzt mit ihr gemeint, wer das Abo braucht? Da kommen wir in äh, ein paar Minuten dazu, ähm, wenn es nämlich darum geht. Äh, lohnt sich das? So. Aha, da steht es da. Lohnt sich das? Ja, kann, kann jeder lesen. <laughs> ähm, sagen wir mal, also. Ich finde es bei den Streams immer so gut, dass äh, wir relativ offen sprechen können und dass ich mich hier nicht an ein Skript halten muss, was ich hier ablesen muss oder sowas, an ein Werbeskript, sondern äh, wir können hier bei Adobe Live offen reden und deswegen muss ich jetzt sagen, ob sich das lohnt. Oder will ich jetzt sagen, ob sich das lohnt. Denn machen wir uns nichts vor, Adobe Creative Cloud kostet Geld. Surprise, surprise. Und äh, vielleicht auch für viele ist es nicht gerade wenig pro Monat. Und deswegen stellt sich halt die Frage: Lohnt sich das denn überhaupt, Adobe Fonts äh, zu nutzen? Ne? Und wie kommt man überhaupt an Adobe Fonts ran, ohne Creative Cloud zu haben? Wenn man nicht gerade die Basisbibliothek möchte. Gibt es nämlich einen kleinen, aber feinen Trick, wie man trotzdem rankommen kann. Ähm, schauen wir uns den vielleicht erstmal an. Ich habe nämlich letztens die Frage bekommen äh, im Discord: Hey, ich möchte gerne Adobe Fonts benutzen, aber ich möchte mir nicht. Ähm, irgendein Produkt dafür kaufen müssen. Denn wir erinnern uns ja, um Adobe Fonts zu bekommen, braucht ihr ein Produkt. Das gibt es nicht als Einzelabo. Das ist auch vielleicht ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, wie komme ich an Adobe Fonts ran, ohne ein teures Produkt zu kaufen, wenn ich die vollständige Bibliothek haben möchte? Und das geht. Und zwar mit einem kleinen Trick, denn wir erinnern uns, in jedem Bezahlabo ist die Creative Cloud, äh, ist die Adobe Fonts mit dabei. Und das heißt, wir können ja mal Adobe. Uh, Plans, -be -be -be. Preise und Abos. Schauen wir mal hinein. Bin ich angemeldet? Ja, bin ich. Sehr gut. Und wenn wir mal ganz nach unten scrollen, oder fast nach unten, dann haben wir hier In-Copy für 5,94 den Monat derzeitiger Preis. Das ist ähm, derzeit, meines Wissens nach, die einfachste Art und Weise an äh, Adobe Fonts ranzukommen, ohne ein weiteres großes Produkt zu kaufen. Derzeit. Das kann sich vielleicht ändern, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber das ist im Moment die einfachste Art und Weise, ranzukommen. Und jetzt kommen wir auch in die Frage rein, lohnt sich das denn? Na, weil 5 Euro pro Monat, man kann ja auch Schriften kaufen, das geht ja auch. Und äh, da würde ich gerne mal, um die Frage zu beantworten, erstmal darauf hinweisen, wie viele Schriften wir überhaupt hier äh, reden davon reden bei Adobe Fonts. Und zwar sind das, steht ja auch da, ähm, über 18.000 Schriften und Was über 2.000 hier? Schriftfamilien. So, Melanie, jetzt sag doch mal bitte eben Unterschied, Schriften und Schriftfamilien. Ja, Schriftfamilien sind, das ist das Gewicht, zum Beispiel, ob du eine kursive Schrift hast, ob es zum Beispiel eine Headline-Font ist und verschiedene Gewichte davon gibt. Genau. Ist das die, die, die kurze und einfache Variante davon? Genau, oder auch anders erklärt. Schrift ist zum Beispiel Adobe Garamond Bold oder Arial Fett. Ähm, Schriftfamilie ist einfach nur Arial zum Beispiel oder Adobe Garamond. Und Schriftschnitt, das wird auch nochmal unterschieden, das ist dann nochmal hier normal Fett und so weiter und so fort. Ja. Das nur nebenbei, damit ihr euch nicht wundert, äh, warum ist hier ein Unterschied. Ja. Ähm, eine Schriftfamilie hat manchmal nur eine einzige Schrift auf Adobe Fonts, Manchmal aber auch bis zu 50 Schriften. Und dann gibt es immer noch ganz besondere Sachen. Oh Gott, ich sehe schon, wir haben schon wieder 15 Minuten verkauft. Okay. <laughs> dann gibt es wieder ganz besondere Sachen, die haben dann noch viel mehr Schriften. Na, dann gucken wir uns auch noch an. So. Ähm, es ist enthalten in günstigen Abos, das meine ich damit. Das war gerade eben dieses incopy copy abo ähm, Ist halt eine Möglichkeit, das ist ein kleiner Workaround. Äh, ja. Und ja, auch ganz jetzt wichtig. Jetzt mal die, die, Tim, das ist die Frage, lohnt ja. sich das? Ich lohnt es sich denn jetzt? Wir sind schon wieder ungeduldig, oder? Wir müssen jetzt mal wissen, was es gibt und danach können wir, das zeige ich euch gleich auch warum, können wir die Entscheidung darauf basieren. Ja. Okay, ich nehme noch einen Schluck von meinem Geduldsgetränk mmh. und du ich, ich, ich nehme auch meine Tropfen, warte. So, jetzt verschlucke ich mich noch. Hus mal kurz ins Mikro. So, jetzt geht's weiter. <lacht> <lacht> Sprechen und trinken gleichzeitig. Eine geniale Idee. So eigene Schriften. Man kann nämlich wissen viele Leute gar nicht, auch eigene Schriften mit Adobe hosten und verwalten. So, jetzt hast du gesagt, jetzt wissen wir das alles. Ähm, lohnt sich das denn jetzt nun? Und da würde ich gerne mal euch einfach mal was zeigen. Und zwar, wir wissen ja jetzt, sagen wir mal, wir haben uns jetzt das InCopy-Abo besorgt für knapp 6 Euro pro Monat. Na, können wir uns ja ungefähr ausrechnen, was das im Jahr ist. Und jetzt überlegen wir mal, ähm, gehen wir mal auf Adobe Fonts einfach und sch schauen mal nach einer Schrift. Wir wollen uns jetzt eine aussuchen, sagen wir mal natürlich, welche sonst. Futura, da ist sie, Futura Power Type. Gucken wir uns anschauen. Wie das mit den Adobe Fonts genau funktioniert, gucken wir uns in Ruhe nochmal an. Ähm, da sehe ich jetzt, aha, kann ich mir aktivieren, sehr gut und dann ist alles okay. Das hat mich jetzt nichts gekostet, wenn ich die aktiviere. Ja, also nichts weiter. Die Alternative dazu wäre ja, wenn ich die äh, Futura haben möchte, ich müsste sie kaufen. Okay, also auf geht's zu, ich glaube, Linotype vertreibt die, oder? Soweit ich weiß, ja. Ja, sag doch mal eben schnell. Klick mal drauf, dann sehen wir es. Ja. Oder ich gucke mal gleich Futura PT von kaufen. Mal schauen. Von Shop, da ist er. Oder wir gucken gleich bei Linotype. Das wird besser. Was kostet denn der Spaß eigentlich, diese Schrift zu kaufen? Wenn die Webseite reagiert. Ja. Das Gute ist, du hast gerade vorhin ähm, auf Aktivieren geklickt und normalerweise kommt da so ein schönes Pop-up, das auch nochmal erklärt, wo man die Schrift und wofür man die verwenden darf. Und wie du schon erwähnt hast, wenn man ein Abo hat, dann darf man die so, für so gut wie alles verwenden. Da kommen wir gleich noch drauf, was alles so geht. So, da haben okay. wir es jetzt. Die Fura PT Complete Family. Das ist genau das, was ich äh, hier drüben habe in Adobe Fonts. Ja? Die kostet mich knappe 500 Euro. So, und jetzt könnt ihr ja mal so nachrechnen im Kopf. Ne? Es würde sich also dann lohnen, wenn ihr ungefähr alle sechs Jahre mehr als eine Schrift verwendet. Das heißt, wenn ihr, überlegt mal so, in den letzten sechs Jahren, wie viel Schriftstempel ihr verwendet, wenn es mehr als eine ist, dann hat sie schon gelohnt. Und selbst wenn ihr das komplette Creative Cloud-Abo holt, dann könnt ihr euch ja auch ausrechnen, was das so im Jahr kostet, ne? ähm, Wenn ihr also mehr als eine Schrift im Jahr verwendet, lohnt sich es auch schon. Das große Abo zu kaufen. Nur für die Schriften. Also, ja, ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Lohnt sich das denn eigentlich? Ja. Ja, es ja. lohnt sich. Wirklich. <laughs> Und du hast ja gerade nur einen Anwendungsfall das gezeigt. Wahrscheinlich kommt das auch Schrift. noch später. Aber ähm, natürlich ist es auch wahnsinnig inspirierend, auf so eine riesengroße Auswahl an Schriften genau. zurückgreifen zu können. Das ist eine super Sache. Ähm, das gucken wir uns gleich am, danach noch in der Produktdemo an. Wie man überhaupt Schriften findet, wie man die verwendet und so weiter und so fort. Das ist ja schon wichtig. Ähm, aber ja, ich wollte zumindest sagen, Lohnt sich halt einfach. Und man, hat, man muss nicht jedes Mal nachdenken, na, will ich die jetzt wirklich kaufen? Ich benutze die nur für ein einziges Projekt und dann die wieder. Das hat man alles einfach nicht mit Adobe Fonts. Ist halt so. Ja. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Stempel hätten und würde draufstehen, lohnt sich. Lohnt sich. Team ja. approved. Ja, lohnt sich. Ähm, ja. Okay, das hier gucken wir uns gleich noch an, was das genau bedeutet. Äh, ja, ich weiß nicht, warum das jetzt hier steht. Achso, weil es wahrscheinlich so ein bisschen... Schriftlehrer ist. mal gucken. Okay, dann würde ich gerne mal den wichtigen Teil klären. Was darf ich eigentlich tun? Das ist so ein bisschen wie die Kant'sche Frage: Was darf ich tun? <laughs> was, kann ich, was kann ich tun? So war das. Die vier von Fragen: ähm, Was ist der Mensch? War, glaube ich, auch eine. Äh, was kann ich mit den Schriften tun? Ja. Denn, ja, jetzt sehen wir die, die wichtigsten Punkte. ja. ja. Also, ich kriege oft die Frage: Darf ich denn damit ein Logo machen? Oder darf ich damit denn was drucken? Oder sowas? Das sind ja alles wichtige Sachen, die geklärt werden müssen. Und das tun wir jetzt mal. Und zwar kann ich mal hier eben auf Play drücken. Haben wir so es im Vollbild? Ich sagte, wir haben es im Vollbild. Haha. So, da haben wir jetzt eine kleine Übersicht an Sachen, ähm, die wir klären sollten. Ich höre auf: Darf ich denn damit ein Logo machen? Ja. Darf ich denn das Logo als Copyright oder als Marke ein, eintragen lassen? Ja. Darf ich das bearbeitete Logo bei, äh, eintragen? Ja. Darf ich kommerzielle Projekte damit machen? Ja. Darf ich es in eine PDF einbinden? Ja, das geht auch. Darf ich das Aussehen anpassen? Na, aber absolut. Allerdings, Sternchen, nicht als extra Schrift abspeichern. Das geht nicht. Braucht der Kunde eine extra Lizenz dafür? Nein. Sternchen. Also, ne? Schauen wir uns gleich noch drauf zu. Ähm, kann ich damit Poster, Bücher, T-Shirts, Tassen, äh, pff, Sweatshirts, Baseball, Caps, ne, alles Mögliche machen? Ja, darf man. Darf ich ähm, das als einzelne Schablonen verkaufen und ausdrucken? Nein, darf man nicht. Also ihr dürft jetzt zum Beispiel nicht ähm, das W hier nehmen und ausdrucken oder als Sticker verkaufen, das A, das S. Das geht nicht. Äh, darf ich die editierbaren Dokumente an den Kunden weitergeben? Nein, das darf man auch nicht. Äh, man darf nur, und das klärt jetzt auch die Kundenlizenz, äh, man darf nur die äh, fertigen, äh, also fertigen PDFs oder eingebetteten Dokumente an den Kunden weitergeben oder ein Bild zum Beispiel, das geht. Wenn man den Kunden das auch bearbeiten lassen möchte, das heißt, der kann zum Beispiel ein Template haben und das kann man dann bearbeiten, dann braucht man eine extra Kundenlizenz. Das ist ganz wichtig. Muss ich denn Adobe nennen? Oder die Schrift äh, Foundries, wenn ich ein Design mache. Nein, muss man nicht. Äh, darf ich das für meine Apps verwenden? Das heißt, ich habe mir gerade die beste App-Idee der Welt, äh, ist mir gekommen, und darf ich dafür jetzt Futura nehmen? Äh, nein, darf man nicht. Das braucht eine extra Lizenz. Darf ich das aber in Flash-Dateien einbinden? Ja, das geht. Darf ich damit Filme und Videos machen? Ja, Werbung, ja, das geht alles, das ist kein Problem. Darf ich, ähm, gibt es eine Aktivierungsbegrenzung für Schriften? Darf ich 1000 Schriften aktivieren oder geht nur 500? Nein, es gibt keine Begrenzung mehr. Das war einmal so. Es gab mal eine Begrenzung von, glaube ich, 100 oder sowas. Das ist mittlerweile aufgehoben. Es, man darf so viele machen, wie man will. Allerdings nicht vergessen, ähm, wenn ihr zu viele aktiviert, kann das passieren, dass euer Computer da nicht mehr mitmachen will und dass dann etwas langsam wird. Das ist die einzige Begrenzung. Das heißt, aktivieren könnt ihr so viele, wie ihr wollt machen. Ist vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, alle zu aktivieren, alle 18.000. Ne? Okay. Ähm, wo waren wir? Ach ja. Schriften selber hosten. Das heißt, wenn ihr eine Website macht, äh, darf man die selber hosten? Nein, das darf man nicht. Das geht auch gar nicht. Ähm, die müssen bei Adobe gehostet sein. Das ist halt wie eine Lizenz so, denn wenn ihr kein Abo mehr habt, ne? Kommen wir gleich noch darauf zu. Darf ich das in Websites einbinden? Ja, darf man. Also, ich kann meine Website bauen und dafür Futura als Schriftart nehmen, das ist kein Problem. Darf ich das nach meinem Abo weiterverwenden? Das heißt, wenn mein Abo ausgelaufen ist, kann ich das weiterverwenden? Jein. Ähm, alle Dokumente, die bereits gemacht wurden, wie Bilder, Poster, Bücher, Shirts, ne? PDFs, die dürft ihr natürlich weiter vertreiben. Die dürft ihr weiter verkaufen, das ist kein Problem. Aber ihr dürftet keine neuen damit machen. Das heißt, wenn ihr die Schrift hat, halt nicht mehr lizenziert habt, dann könnt ihr nicht ein neues T-Shirt damit drucken. Also zum Beispiel dass die Schrift ändern und dann statt, was weiß ich, Sommershirt, Wintershirt draus machen. Das geht nicht. Aber wenn ihr bereits ein Sommershirt gedruckt habt, das dürft ihr natürlich ganz normal weiterverwenden. E-Mails und Newsletter? Ja, das geht. Das ist kein Problem. Und ähm, bei den Webseiten gibt es dann Begrenzung der Seitenaufrufe? Nein, gibt es nicht. Äh, so viele Seitenaufrufe wie möglich, alles kein Problem. Und das habe ich gerade schon gelesen. Man bräuchte mal so eine Markierung. Na, habe ich mir fast schon gedacht, welches davon richtig ist. Ähm, so, ja, alles was so durchsichtig ist, so hell, das äh, geht nicht oder darf oder braucht man nicht. Und alles was schwarz ist, das ist okay. Und er sieht, das ist so halbgrau ne? hier unten. So. Das ist ja schon dargestellt. Man kann auf jeden Fall gut erkennen. Für alle, die, ähm, die jetzt dabei sind, macht einen Screenshot, falls ihr dazu oft Fragen habt. Ansonsten könnt ihr den Stream natürlich immer wieder in der Zukunft ansehen. So sieht's auch Oder aus. Oder gerne bei Discord Fragen, weil äh, das sind wir natürlich auch gerne für Fragen für euch da. Ja, ja, Katrin, ich habe da schon mitgedacht. Ich... Okay, so, dann können wir wieder rausgehen und dann sind wir auch schon endlich. Am Ende. Denn jetzt kommen wir zu der wichtigen Frage. Wo kann ich denn Schriften eigentlich überhaupt verwenden? Ja, wir haben uns das ganz. Ja. Bevor be wir die Frage erklären, noch kurz die von Stefan beantworten. Und zwar würde er gerne wissen, ob Schriften denn äh, für immer in Adobe Fonts vorhanden sind oder ob es auch sein kann, dass äh, Künstler die Schriften irgendwann zurückziehen oder Schriften wieder von Adobe Fonts verschwinden. Naja, also ähm, das ist ja, es sind ja keine Einzelkünstler, die bei Adobe Fonts mit dabei sind. Es handelt sich da um sogenannte Foundries, das heißt, das sind große Firmen. Das ist zum Beispiel, Adobe hat auch selbst eine. Man sieht hier Filmotype, Tart Workshop. Das sind keine Einzelpersonen. Ja? Die Leute haben sich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Schriften ganz normal lizenziert und die werden so schnell auch nicht wieder da verschwinden. Das heißt, es müsste schon einiges passieren. Damit dann eine große Firma sagt, nee, es ist nicht mehr. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie sich die Rechte gesichert haben, dass es für immer so bleibt. Ich, ich habe ich es nicht erlebt, dass es passiert sein soll. Ja. Und wenn es dann passiert, gibt es immer wieder Updates. Also, man wird auch, wenn man auf die Seite geht, gut informiert und bekommt einen kleinen, einen kleinen Hinweis, dass Dinge nicht mehr da also sind. Oder verschwinden werden. Sagen wir mal so. Genau. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Von Adobe Original ist auch eine coole Sache. Adobe macht, Adobe macht ja Schriften selber. Super cool. Ne, ganz viele Schriften. Ja so. Richtig schöne dabei. Ja. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, Tim. Was, was war denn, was war denn der, der, der letzte Punkt auf deiner Liste? Wo kann ich die Schriften verwenden? Und damit meine ich jetzt nicht, wo auf dem T-Shirt, auf dem Pullover, sondern in welcher App. Wo auf der Creative Cloud. Wo geht das denn alles? Und mhm. da fangen wir am besten direkt mal an mit der Website. Die könnt ihr erreichen unter fonts.adobe.com. Da. Und dann landet ihr auf dieser Seite. Wichtig, anmelden nicht vergessen. Denn sonst bekommt ihr nicht alles zu sehen. Und dort können wir loslegen, indem wir erstmal ein bisschen rumscrollen und sehen, aha, es gibt also Schriftpakete. Das ist ja sehr interessant. Aha, so funktioniert es. Das ist ja super einfach. Das ist ja toll. Brauche ich den Stream gar nicht machen. Und ähm, dann werden sogar ein paar Schriften vorgestellt und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt aber alles gar nicht. Denn wir, ich klicke einfach mal hier oben auf Schriftarten durchsuchen. Das ist sozusagen der zentrale Punkt, der Startanlaufspunkt für euer Schriftabenteuer. Denn von hier aus können wir alle der 2429 Schriftfamilien mit über 18.000 Schriften äh, anschauen, probieren, testen und äh, überlegen, ob das, Richtige, ob das das Richtige für uns ist. Und das Ganze, damit wir dann nicht ganz alleine drauf losgelassen werden, haben wir auf der linken Seite eine Auswahlhilfe, eine Filterliste an Eigenschaften, welche uns helfen können. Zum Beispiel möchten wir nur katalanische Schriften haben oder was weiß ich, nur ungarische oder nur welche für ich glaube, westlich heißt das dann. Weiß ich nicht. Mal gucken. Oder alle halt einfach. Ne? Äh, das ist ein guter Anfang. Ich bleibe mal bei alle. Äh, dann können wir hier sagen, welche Tags das sind. Das ist nämlich auch ganz cool. Da gab es mal vor einer Weile so ein Font-Game, wo man Schriften äh, klassifizieren konnte. Und genau das sehen wir hier auch wieder. Das heißt, wenn ich möchte, ich hätte gerne eine Schrift, die äh, abgerundet ist, dann sage ich alles klar: abgerundet. Ja, super, danke. Und dann sehe ich hier Schriften, die abgerundet sind. Ne? Dann kann ich sagen, oh ja, die ist es. Oder auch nicht. Oder ich möchte gerne Schriften, die äh, Marker sind. Und da sehen wir uns: Aha, Schriften mit Markern. Super Sache. Und ähm, das Ganze geht halt genauso für jeden anderen Punkt hier drin auch. Wenn ich halt genau weiß, aha, ich möchte gerne eine haben, die so ein bisschen wie eine Schreibmaschine aussieht, okay, dann nehme ich halt das. Wenn ich das Ganze ein bisschen genauer definieren möchte, habe ich hier die Möglichkeit, das weiter zu klassifizieren. Zum Beispiel möchte ich gerne eine ähm, Schrift ohne Serifen haben. Ja, ich auf Dann möchte ich bitte gerne, dass da ganz viele Schriften in dieser Familie drin sind. Und zwar mindestens neun und 16. maximal 19. Ja, das ist doch auch schnell eine, eine Riesenauswahl. Genau. Kann ich sagen, wie stark ist es? Möchte ich das weniger? Versuchen wir mal was Dünnes. Dann ja, normale Breite, das ist okay. Kontrast möchte ich bitte weniger haben. Und man sieht dann auch schon, was Kontrast heißt. Das finde ich mal ganz gut. Man hat die Vorschaubilder. Ich kann die Höhe einstellen. Ja, das ist mir relativ egal. Standardschriften, ich will nicht nur großbuchstaben haben. Und das ist mir auch egal. Deswegen lasse ich das mal offen. Und jetzt sehen wir, wir haben... 129 Schriften, die äh, genau diese Eigenschaften haben. Und wir sehen noch alle, die haben alle eigentlich mindestens neun. Warum steht da nur vier? Achso, weil er wahrscheinlich nur. Okay, ja, ja, alles klar. Okay. Ähm, die haben alle genau diese Eigenschaften. Jetzt nehmen wir mal irgendeine. Gefällt dir eine besonders? Nee. Die da. Ja, die ist gut. Ja. Andrea meint auch gerade im Chat, das ist das große Fontwunsch-Konzert. Und ja, also ich finde das immer sehr schön, weil selbst wenn man nicht genau weiß, wo es hingehen soll, hat man schon eine Art, wie man sich das so ein bisschen sortieren kann mit den Vorschlägen, weil das eben Jugendstil abgerundet, Western und so weiter. Man hat ja manchmal ein Bild im Kopf, weiß, man weiß aber nicht genau, wie man es benennen soll. Und das hilft dann wahnsinnig gut weiter. Man kann das auch ein bisschen anders darstellen. Manchmal ist diese Kartenansicht nicht so sinnvoll, hier zum Beispiel, denn wir können auch oben. Text reintippen und das ist besonders wichtig, wenn ihr euch äh, ein Logo oder ähnliches ranmachen möchtet und dann äh, überlegt, okay, wie würde das denn überhaupt aussehen? Ich möchte jetzt meinetwegen das neue, den neuen Stream-Format machen. Das ist dann B-Dobi Live. Ja. Und ähm, dann sehe ich halt sofort, aha, okay. Wo war sie die Nimbus Suns? Da. Ja, nee, dieses B, das ist viel zu breit, das geht ja gar nicht. Also, okay. Nehmen wir halt. Ja, was mit einem ganz runden U, oder? Das, das ein Kreis ist. Ja, so wie das ganz oben jetzt. Ein bisschen hoch, 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 hoch. Das da. Rick Sands. Ja. Oh ja, die ist schön. Ja. hat man die geometrischen Formen, sehr wunderbar zu dem ähm, Wortlaut passt. So, die ich jetzt mal zum Favoriten hinzufügen. Das ist nämlich ganz toll. Okay, dann vorteilhaft. Wir sehen oben direkt eine Vorschau, wie die in verschiedenen äh, Szenarien aussehen kann. Super Sache. Dann geht's los. Okay, wir können wieder einen Beispieltext eintippen, alles klar. Ich kann die Textgröße einstellen, dass ich genau weiß. Super Sache. Und jetzt kommt der Clou, ich kann die aktivieren. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann die einzeln aktivieren, weiß ich, ich möchte nur die extra Bold haben. Zack. Keine leichte Lizenzierung. Ja, danke, brauche ich nicht mehr die Info. Super Sache, weg damit. Und dann habe ich sie auch schon aktiviert. Oder ich sage, ich möchte gleich die gesamte Schriftart. Ähm, äh, ja, doch, die gesamte Schrift äh, aktivieren, dann mache ich den hier und dann sieht man hier unter mir, da ist so ein grüner Balken, da steht dann alles aktiviert, sehr gut. Dann sollten wir uns kurz unterhalten, wie sieht denn das eigentlich aus mit, ähm, die, mit der Aktivierung? Wie lange bleibt die aktiv? Denn die Schriftarten werden nach einer gewissen Zeit, 150 Tagen, solltet ihr die nicht verwenden, in dieser Zeit wieder deaktiviert. Das heißt, wenn ihr die Schriften mal runtergeladen habt und einfach nie verwendet habt, dann sagt sich Creative Cloud irgendwann, hm, sicher, dass du die noch behalten willst? Ich deaktiviere die den mal kurz. Spart Speicher, spart Platz und macht einen schmalen Fuß. Ja. Ist aber alles kein Problem, man kann die jederzeit wieder selbst aktivieren. Und zwar kann ich mal in die Liste gehen, meine adobe fonts Da sehen wir jetzt alles, was ich so aktiviert habe. Zumachen. Da seht ihr, es ist eine ganze Menge. Und sollte irgendwann mal etwas nicht mehr aktiv sein, dann landet die hier in zuvor aktiv. Habe ich jetzt noch keine, weil ich verwende meine Schriften. Ich bin ja Profi. Ähm, dann würde die hier drin landen. Und ähm, man kann die jederzeit wieder aktivieren. Steht ja auch da. Ne? Okay. Gehen wir mal zurück zur Liste. Da habe ich mal eine gesamte Schriftartenliste. Unter anderem auch welche, die nur für uns verfügbar sind. Die seht ihr nicht, die Adobe Clean. Die gibt es für euch leider nicht. Ähm, Okay, und das ist meine Möglichkeit, meine, in dem Fall, 50 Schriftarten aus 13 Familien äh, zu verwalten. Okay. Sehr schön. Die Website ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, eure Schriften zu verwalten. Da gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Unter anderem nämlich auch, schauen wir uns das mal an, die Creative Cloud. Denn dort, wissen vielleicht viele nicht, gibt es hier oben das F. Kann ich draufdrücken. Da komme ich bei The Fonts. Ja, ja, ich weiß doch. Dankeschön. Und ähm, wir sehen auch sofort die Rick Sans Da ist sie. Und die Ähnlichkeit ist frappierend. Auch hier habe ich die Liste an Schriften, die ich aktiviert habe und auch die bereits einmal aktiv waren. In dem Fall bei mir ist es keine. Ich weiß gar nicht, wenn ich die jetzt wieder deaktiviere, kann ich irgendeine deaktivieren, die ich nicht brauche. Century Gothic, die braucht doch kein Mensch. Weg mit dir aktivieren landet die jetzt hier auch drin ja tut sie man sieht meine an ja? perfekt Und es geht brauche, auch wahnsinnig schnell. wenn ich sie wieder brauche kann ich sie wieder aktivieren okay dann ist hier ein total toller Stichpunkt der heißt benutzerdefinierte Schriften ja, ja, ich weiß danke oh gott nee das dürfen wir nicht machen <laughs> Ja, vielleicht kurz, während du äh, klickst, eine Frage von Thoralf, die du schon beantwortet hast. Äh, nämlich, äh, gibt es denn auch eine maximale Anzahl an Schriften, die man aktivieren kann? Und grundsätzlich ist es so, dass du so viele Schriften, wie du möchtest, aktivieren kannst. Ähm, aber wie Tim schon kurz erwähnt hat, äh, nach 150 Tagen circa werden die Schriften, die du nicht mehr verwendest, wieder deaktiviert und kommen in den äh, zuvor verwendeten Schriftenordner. Dann kannst du die wieder wahnsinnig schnell ähm, aktivieren. Das heißt, du hast grundsätzlich immer eine Sammlung sichtbar an Schriften, die du schon mal aktiviert hattest, aber ähm, die belegen nicht deinen Speicher. Was schön ist. Und äh, Ruth und Katrin haben es gerade im Chat gesagt: Adobe räumt für euch auf. Ähm, das ist was, das ich immer sehr schätze. So, dann gehen wir mal ganz kurz wieder zurück, mal auf meinen Windows-Computer. Denn dann bin ich mit einem anderen Account angemeldet, denn ich konnte das, was ich gerade zeigen wollte, nicht zeigen, denn ähm, ich bin ja auf dem anderen Rechner mit einem Firmenaccount angemeldet und da wurde das leider nicht aktiviert. Deswegen zeige ich das mit meinem privaten Account. Da seht ihr, ich habe eine andere, Sch andere Schriftarten drin. Äh, vielleicht habe ich da auch welche, die bereits mal aktiv waren? Nö, auch nicht. Okay. Äh, und zwar kann man eigene Schriften hinzufügen. Und das ist richtig wild, denn stellt euch mal vor, ihr habt eine Schriftart gekauft und die habt ihr als Datei heruntergeladen und die wollt ihr gerne auf euren Produkt, auf euren ähm, Apps überall verwenden. Nun wäre es ja nervig, die jedes Mal hin und her zu kopieren und zu installieren. Wäre doch viel einfacher, wenn man die einfach in die Creative Cloud reinpacken kann. Genau das geht auch. Ähm, man kann nämlich relativ easy sich einfach eine Schriftdatei nehmen und die hier einfach reinziehen. Und dann landet die. Ich aufpassen, dass ich nichts Geheimnis hier zeige. Ah. Ähm, bim, 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 bim. Wo habe ich denn meine Schrift installiert? Habe ich die irgendwo? Ja, warte, warte. Ich bin vorbereitet. Da. So, in meinem Social Assets Ordner, da ist eine Schrift drin, dann nehme ich hier zum Beispiel. Und dann sage ich, alles klar. Reinziehen damit. Ich sagte, reinziehen damit. Achso, weiter hinzufügen. Sorry. Reinziehen damit. Jetzt haben wir. So, ja. äh, ich muss natürlich sagen, dass ich das auch darf, weil ich teile die ja. Das muss gucken, ob das in eurer Lizenz möglich ist. In meinem Fall ist es das. der Vorgang läuft. Hinzufügen nicht möglich. Gestern ging es noch. Sag, guck mal. Ja, ne? Kann Effekt. sein, dass es gerade nicht möglich ist. Warum auch immer? Vorführeffekt. Also gestern ging es jedenfalls noch. Ist jemand ein Fehler? Schrift ist in der Adobe Fonts. Ach so. <laughs> warum ist das nicht möglich? Naja, die Schrift gibt es bereits auf Adobe Fonts. Sehr ja nett. Wenigstens weißt du, warum und jetzt kannst du die einfach wieder blitzschnell aktivieren, wie du es mit allen anderen ja. schon gemacht hast. Ich wollte jetzt natürlich keine nehmen, wo ich die Lizenz nicht habe, das reinzupacken und das war halt eine, die ich hatte. Na naja, gut, die gibt es halt schon auf Adobe Fonts. Blöd gelaufen. <laughs> ja, aber das, das. das Coole ist, äh, im besten Fall äh, weiß man es davor oder wenn man es nicht weiß, äh, ja, dann ja. muss man die Lizenz nicht erneuern und man kann die Adobe-Lizenz nehmen, Vorteile. was ja auch ganz schön ist. Super. Okay, dann gehen wir wieder zurück auf meinen Mac. Da ist er. So. Sehr schön. So, Tim, ja. ähm, Thora fragt nochmal nach und zwar meinte er, dass es früher ähm, nur eine maximale Anzahl an Schriften gab und man musste dann wieder welche deaktivieren. Das gibt es nicht mehr, oder? Da hat aber jemand nicht zugehört. Ja, Ich, ich, ich glaube, Torf ist wirklich sehr besorgt, weil normalerweise äh, hört er sehr genau zu, das wissen wir ja. Ähm, aber diesmal macht er sich aber wirklich so. Das haben sorgen, wir auch schon also. geklärt. Guck mal hier: Aktivierungsbegrenzung der Schriften ist ausgegraut. Ja? Es gibt keine. Ja, ganz wichtig. Siehst du? keine Sorge, du kannst so viel aktivieren, wie du möchtest. Ansonsten ähm, kannst du immer gern Tim fragen. Und ja, ich stehe gerade dabei. <laughs> das lassen wir mal schön bleiben. Ähm, ähm, die, die private Telefonnummer und Adresse gebe ich dann am Ende des Streams durch. Vorsicht, ich weiß, wo dein Haus wohnt ja? ja okay. Ja, so. Kurz mal so die, die Grenzen ausgetestet Jetzt geht's es weiter mit Schriften, sorry Tim okay. ähm, Dann, wo geht das noch? Wo kann man das noch machen? Und zwar nehmen wir doch mal als nächstes eine App Schauen wir uns mal eine App an wo das so alles geht. Wir haben uns jetzt die Website und die Creative Cloud angeschaut. Öffnen wir mal irgendeine App. Oh, ich weiß nicht, wie wäre es denn mit? Oh ja, Photoshop, das ist eine gute Idee. Da stelle ich mal ein neues Projekt. Äh, ja, ist egal. So, irgendeins. Und jetzt wähle ich mir mal das text -Tool aus. Da ist es. Und tippe mal irgendwas. Hallo. Chat. So. Markieren und hier oben mal einen Blick auf dieses Menü werfen. Heute gehen wir mal nicht auf die ganzen Sachen mit dem Text ein, obwohl es auch ganz tolle Sachen zum Einstellen gibt. Das überspringen wir heute alles mal, denn es soll ja um Adobe Fonts gehen. Und ähm, wichtig dafür ist dieses Menü. Jetzt habe ich hier eine Fliege drin, auch klasse. Ähm, und zwar haben wir hier eine große Auswahl an Schriften, welche die ich bereits installiert habe in dem Fall. Und die ähm, haben alle so ein Icon daneben. Ja, Sieh mal hier, das ist ein O, das ist ein T, ein O, so ein Cloud-Icon. Was heißt das denn alles? Nun, Huch. Da. Aha. da steht's, was das alles bedeutet. Und zwar OpenType, das ist so ziemlich das äh, Vielfältigste, was es so gibt. Das ist der Standard. Da hat man auch keine Probleme, wenn man Schriften zwischen Mac und PC hin und her tauscht. Es gibt noch OpenType SVG, das ist mit Farbschriften noch ganz wichtig. Ähm, kommen wir gleich noch drauf, vielleicht drauf zu. Ähm, variable Schriftarten ist auch eine tolle Sache. Auch super, kommen wir gleich drauf zu. Type 1 Schriftarten, das ist vielleicht das, solltet ihr jemals eine Nachricht bekommen, Achtung, eure Schriftarten sind outdated, dann kann das daran liegen, dass man ähm, noch eine Type 1 Schriftart verwendet. Erkennt man in diesem einfachen A. Vorsicht bei denen, die werden in glaube, zwei Jahren äh, nicht mehr funktionieren. Dann gehen die nicht mehr. Zumindest in den neuen Apps nicht mehr. TrueType gibt es noch, das ist noch ein älteres Format. Adobe Fonts, das ist genau das Wichtigste. Und das hier sind noch ein paar andere, die heute aber nicht von Relevanz sein werden. Insofern ignorieren wir die einfach mal ganz gekonnt. Die meisten werden aber OpenTypes sein oder eben TrueType. Die werdet ihr ganz oft sehen. Und natürlich Adobe Fonts, klar. Und genau so sehen wir das auch hier. Da sehen wir wieder unsere OpenTypes, eine Variable. Das sind unsere TrueType OpenFonts. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine alte Schrift hier irgendwo drin habe. Ich glaube aber nicht. Ne, habe ich gar nicht. Okay, sehr gut. Und hier sind die Adobe Fonts. So, dann suchen wir uns mal irgendeine aus. Fangen wir mal mit der ja, Adobe Clean an, warum auch nicht. Die kennt man aus den Apps. Und ähm, diese kann ich jetzt ganz normal verwenden. Hat eine normale Schrift, ne? nichts Besonderes. Ähm, möchte ich eine neue aktivieren, kann ich das auch direkt ähm, von hier machen, indem ich sage mehr zu Adobe Fonts. Bei anderen Apps wie Illustrator und InDesign kann man das auch direkt äh, aktivieren. Da muss man nicht die App verlassen. Äh, wenn wir Zeit haben, schauen wir uns das noch an. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann müssen halt hier drauf drücken. Und ähm, noch ein paar Sachen, um Schriften zu gruppieren. Man kann äh, Favoriten erstellen, die man dann hier oben mit den Favoriten anzeigen kann. Ich kann auch nur Creative Cloud-Schriften anzeigen. Ich kann mir das hier so ein bisschen filtern. Uh, zum Beispiel möchte ich eher gerne nur serifenlose Schriften haben, das geht. Oder halt eben alle. So. Dann würde ich gerne noch auf die variablen Schriften eingehen. Da gibt es mir ein paar ein Stück, unter anderem die Acumen. Und die ist mich besonders. Hup, raus damit. Denn wenn wir mal einen Blick auf das Eigenschaftenfenster werfen sehen wir hier ein paar Regler, die wir sonst vielleicht nicht kennen. Denn was, was du so bestimmt kennst ist äh, oder was alle kennen, ist, dass man hier eine Auswahl hat an Schriften, die es gibt. Aber das Coole an variablen Schriften ist, ähm, dass ich die Einstellung wie Schriftstärke, Breite und Schrägstellung per Regler definieren kann. Das heißt, kann ich mal sehen, ob es ein bisschen breiter geht, hier nee, geht's nicht. So. Na? Ich kann das also ganz individuell. Einstellen oder die Breite ein bisschen reduzieren. Das heißt, man hat noch viel mehr Möglichkeiten als davor schon. Genau. Oder die Schrägstellung Wenn ich ein bisschen kursiv oder komplett kursiv haben möchte. Das geht alles. Das ist mit diesen variablen Fonts äh, gemeint. Die haben dann hier so einen Knopf, wo man das ein- und ausschalten kann. Man kann natürlich trotzdem noch ganz normal mit denen arbeiten. Das als Startpunkt nehmen. Ich kann sagen extra condensed bold und dann kann ich das noch weiter einstellen. Das geht alles. Aber es hat eine super Sache, wenn man genau wissen möchte, wie dick denn die Schrift ist. Dann kann man sich die selbst zusammenbauen. Okay, so viel dazu in Photoshop. Schauen wir uns, ja, wollen wir uns eine andere App erstmal anschauen oder wollen wir uns Webprojekte anschauen, was wollen wir machen? Puh, gute Frage. Ich, ich war gerade so ein bisschen abgelenkt von ruths kommentar weil die meinte, da geht jetzt dann plötzlich alles, was früher mal äh, verboten war und wo, wo man gesagt hat, das macht man nicht, nämlich stauchen und verschieben. Mhm. Ähm, Vorsicht, ähm, das ist nicht das Gleiche. <laughs> Denn ähm, zum Beispiel hier die Schrägstellung, das sieht zwar so aus, als wäre das einfach geschoben, aber wenn ich das jetzt äh, was weiß ich so verschiebe, das ist ja was anderes. Das ist nicht das Gleiche. Und auch, ganz wichtig. Das ist nicht der gleiche Effekt. Wenn ich das so mache, ist es nicht das gleiche, als würde ich die Breite der Schrift verändern. Denn bei variablen Fonts wurde ganz genau darauf geachtet, welcher Teil sich jetzt genau verschiebt und welcher nicht. Und was breiter wird und was eben auch nicht breiter wird. Bei dieser Schrift erkennt man das jetzt nicht sofort, aber bei manchen erkennt man halt dann richtig, dass nur bestimmte Teile skaliert werden und dass eben immer noch typografisch... Ich nenne es mal korrekt ist. Ja? Also, das ist nicht das Gleiche wie einfach nur also sich einen Stroke draufpacken. Eine Outline. Kann man ja machen. Man kann, man kann ja einfach so tun, hier Fülloption. Eine Kontur drauflegen. Außen. Ja, das ist, also, das ist nicht das Gleiche. Das sieht man hoffentlich ganz gut. Das ist schon ein bisschen mehr als das. Okay. Zoraf stellt dazu noch eine Frage, da sagt nämlich, es wäre interessant zu wissen, wie so ein Designprozess von den variablen Schrift aussieht. Also falls wir da jemanden mal rankriegen, wäre das vielleicht auch ein ganz spannender Stream. Ich Außer glaube, du weißt das, das natürlich. Ich glaube, das ist elendig langweilig. <laughs> ich glaube, das, das macht gar keinen Spaß, das äh, dazu zu gucken. Denn ähm, man darf nicht vergessen, bei einer Schrift, das sieht man bei der jetzt eher weniger, aber nehmen wir mal irgendeine andere, ich glaube, diese Handwriting-Schriften sind da ziemlich. Gut dafür geeignet. Äh, hier, die hier. Da haben wir zum Beispiel, wo man mal ein L dazu machen. Oder wo war das? Ich muss gerade selber überlegen. Also was ich sagen will, diese ganzen Ligaturen, die halt zusammenpassen müssen, das ist teilweise echt nervig. Es gab doch eigentlich eine schöne, da hat sich das, oder war das ein Illustrator? Mal kurz gucken. Moment, jetzt will ich es selber wissen. Ja, nicht speichern. Gehe mal in Illustrator rüber. Wollte ich sowieso machen. Um zu zeigen, huch, bei dem hängt der Stream, nur bei mir nicht. Ja, bei okay. mir auch nicht. Ich habe hab gerade probiert, ob alles noch da ist. Es sieht aus, als ob wir noch da wären. Ich glaube, ähm, Thomas hat kurze ein kurzes Internetverbindungsproblem. Und ich bin da immer so ein bisschen panisch, äh, weil ich weiß, dass mein Internet hin und wieder gerne ähm, Urlaub macht, ohne dass ich das möchte. Hier, da sieht man ja, es. Also die Schrift ist jetzt selbst ein bisschen schwierig lesbar, aber man sieht zum Beispiel, das hier ist der gleiche Buchstabe wie dieser hier, aber bei dem einen ist halt dieser Strich noch länger, weil es sich wegen der Schrift so anbietet. Das müsste das L, glaube ich, sein, oder? Oder das F? Ich weiß es doch auch nicht. Hm, egal. Also, ich, ich weiß nicht, was du da hattest, aber ja. Das passt dich natürlich an und ist ein wahnsinnig äh, langer Prozess, das alles hinzukriegen. Ja, du musst halt jeden Buchstaben auf jeden anpassen und deswegen ist Schriften zu erstellen eine sehr langsame und elendig langdauernde äh, Angelegenheit. Okay. Ja, Ange Angelegenheit ist die schöne Umschreibung davon. Ja, es ist äh, sehr, sehr lange, aber. Weiter geht's. Äh, Tim, wir Weiter haben geht's. nämlich nur ein, in der regulären Zeit ja nur noch so um die zehn Minütchen plus ein bisschen. Ja, das passt schon. Also, und ich weiß, du hast einen vollgepackten Plan. Ja, also. ja, okay. Das ist okay, alles easy. <laughs> äh, wir müssen hier nicht viel weitergehen, denn ich, diesen ganzen Spaß hier unten ignorieren wir heute ganz komplett. Ähm, uns geht es nur um Adobe, Adobe Fonts und da wollte ich eben genau auf das hinweisen. Da können wir das Zeichenpanel hier auch übernehmen. So, dann sind wir nicht davor. Dass es nämlich hier in Illustrator noch ein bisschen tiefer geht. Kann ich nämlich tatsächlich wie bei Adobe Fonts auch filtern, denn haben auch viel mehr Variable Fonts, super Sache. Denn bei Illustrator kann ich auf die gesamten Adobe Fonts zugreifen und die äh, sofort, wie es auch da steht, aktivieren. Das dauert natürlich eine Sekunde, bis die ganzen Lassenze, Schriften da sind. Jetzt seht ihr, äh, jetzt kann ich kann ja scrollen und scrollen und scrollen und sagen: Oh ja. kann ja sagen, was ich, die äh, Roboto oder wo, wo auch immer sie gerade war, ich, da ist er. Ähm, ja die ist super. Dann dauert es eine Sekunde und dann lädt er auch als Vorschau die Schrift mit runter. Geben wir ihm eine Sekunde. Ja, da kommen sie langsam. Ja, und dann kann ich sagen, alles klar, gerne aktivieren. Dann sagen wir ja, aktivieren, ja, ja, möchte ich wirklich. Und dann lädt er sie halt herunter. Aktiviert sie und dann taucht die tatsächlich hier in meiner Schriftsammlung auf und dann kann ich sie auch sofort verwenden. Unter anderem natürlich auch für jede andere Schrift. Und sie taucht auch in allen anderen, ähm, allen anderen Apps auf. Wie zum Beispiel habe ich hier gerade mal Word drauf. Ja, ich habe Word drauf, das ist ja super. Da können wir eben Word öffnen, nur um mal zu zeigen, dass es eben nicht nur ähm, bei der Creative Cloud der Fall ist. So, braucht man nicht speichern. Ich muss ja gucken, dass da nichts Geheimes in dem Word-Dokument drin ist, wenn ich mal öffne. <laughs> ja, scha schau mal rein, was da drin ist. Ja, ja, ist Gut ja. hat inzwischen gerade ähm, eine Netflix-Dokumentation ähm, empfohlen, die man sich zum Thema Schriftlichsein anschauen kann. Und sie wird den Link bei Discord posten. Das heißt, für alle, ja. die noch nicht bei Discord vorbeigeschaut haben, schaut da gerne mal vorbei. Den Link dazu findet ihr entweder in der Info oder unter dem Video. Und wie schon gesagt, wir beantworten da eure Fragen, äh, tauschen uns so ein bisschen, bisschen aus. Und das ist so nochmal zusätzliche Inspiration zu den Streams hier. Ähm, findet ja. dort auch alle Gäste, die sonst so bei Adobe Live sind. Äh, und ja, Tim ist natürlich auch da, ich bin da. Und wir schauen uns immer wieder gerne an, was bei Discord so passiert. Dann hier der Beweis: ähm, In Word sind wir jetzt gerade unterwegs. Da haben wir zwar auch die Adobe Clean, die Adobe Handwriting, die wir gerade eben schon angeschaut haben. Oder eben auch, wo ist sie? Da, die Schriftart von gerade eben mit den tollen Buchstaben. Ja. Also das geht alles ganz normal. Die befinden sich in den meisten, äh, so ziemlich jeden Apps auf eurem Computer, die Schriften verwenden können. Und das heißt, es ist nicht nur auf die Adobe Apps limitiert. Okay, dann brauchen wir Word auch nicht mehr. Nö, ich will das nicht speichern. Danke vielmals. <laughs> ähm, okay, gut. Dann möchte ich gerne noch auf ähm, eine Sache eingehen. Safari, da bist du. Ähm, nämlich die Schriftpakete. Da können wir sagen: Schriftpakete entdecken. Das ist wieder auf der Website fonts.adobe.com. Und dort haben wir eine. Auswahl an Schriftpaketen. Drei Seiten, die gucken wir uns jetzt nicht an. Und diese sind vorteilhaft, wenn ich zum Beispiel noch nicht weiß, ähm, welche Schriftart es genau sein soll, aber ich weiß zum Beispiel, ich möchte gerne ein Bandposter machen. Ja, dann sage ich, okay, Schriftarten anzeigen. Und dann sehe ich halt alle Schriftarten, die so für Bandposter geeignet sein könnten. Und das sind kuratierte Schriften. Hier oben ist auch die, welche dabei sind, wird angezeigt. Und hier unten können wir sie auch ausprobieren. Ja. Und dann jetzt für unser neues Festival. Ah, ja, die ist doch super. Die aktivieren oder sogar alle aktivieren, wenn wir das denn möchten. Und schon haben wir eine Idee an Schriften, welche wir für unser tolles Poster-Design oder was auch immer verwenden können. Äh, ne? Geht also alles. Weiterhin ist es auch vorteilhaft, wenn wir jetzt Photoshop schon geschlossen. Naja, macht ja nichts. Öffnen wir es nochmal. Weiterhin ist es auch vorteilhaft, wenn ich zum Beispiel ähm, in Photoshop mir ein neues Design erstelle, habe ich ja hier unten immer so Vorlagen, zum Beispiel hier im Druck. Die funktionieren auch ganz oft mit Adobe Fonts. Das heißt, selbst wenn ihr die Schriftarten nicht habt, werden die automatisch dann mit installiert. Das Ganze funktioniert unter anderem auch, wir müssen halt ein bisschen abkürzen, das schaffen wir alles leider nicht mehr. Das Ganze funktioniert auch in Premiere zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr euch ein Motion Graphics Template installiert, dann wird das automatisch mitgemacht. InDesign hat mittlerweile Möglichkeiten, dass Fonts automatisch mit installiert werden. Illustrator gibt da Möglichkeiten, das geht alles. Und natürlich auch alle anderen Apps, die das so unterstützen. Dann haben wir jetzt noch zwei letzte Sachen, auf die ich gerne eingehen würde. Einmal ist das die Web-Schriftarten, die hier. Und einmal ist das... Noch auf dem Tablet die Schriftarten. Fangen wir mit dem Tablet mal an, weil das ist ganz einfach erklärt. Ich könnte es jetzt anschließend euch zeigen, oder ihr glaubt mir das einfach. Wenn ihr ein Tablet oder ein iPhone oder ähnliches habt, dann taucht diese Schrift auch in eure Creative Cloud auf eurem Tablet auf und ihr könnt es in allen Apps, die das Schriftenpaket unterstützen, sei es jetzt die Adobe Apps wie Fresco, Illustrator, Photoshop, ne? Aber auch Apps wie Pages zum Beispiel von Apple kann man das auch machen. Das heißt, diese Schriften tauchen alle auf, die kann man dann direkt verwenden und ähm, die synchronisieren sich eben auch. Und so ist es auch eine Möglichkeit, ihr erinnert euch ja, man kann ja eigene Schriftarten hochladen, so kann man auch ganz einfach eigene Schriften aufs iPad bekommen. Ziemlich hm, clever, clever. cooler Tipp. Na? So. Müsste ich nur noch meine 500 Schriftarten, die ich angefangen, aber nicht fertig gemacht habe, fertigstellen. Nee, das ist wohl wahr. Ähm, okay, dann würde ich zum Schluss und dann haben wir es auch geschafft für heute, würde ich gerne noch auf die Web-Schriftarten eingehen, wie das denn funktioniert. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, man kann sich seine eigene äh, Website mit den Schriften versehen und das geht auch super easy. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich muss das nur eben alles schließen. Das brauchen wir nicht. Und dann geben wir mal wieder zurück auf meinen Windows-Computer. So, denn ich habe da mal eine wirklich sehr, äh, sehr kurze Website gebaut. Also die ist wirklich sehr kurz. Und ähm, das hier oben, das ist alles, äh, was ich brauche, um Adobe Fonts einzubinden. Wie komme ich jetzt da dran? Okay, kein Problem, ich zeige es euch. Ich geht wirklich schnell. Ich gehe wieder zurück auf meine Dobi-Fonts. Suche mir irgendeine Schrift aus. Äh, ja, durchsuchen. Nehmen mal gleich mal die erste. Mr. Brown, ja, die ist super. Äh, kann ich mal angucken, sage, yo, alles klar. Und dann suche ich mir dieses Icon: Das da zu Webprojekt hinzufügen. Ja, danke, ich weiß. Ich kann dem Namen geben BDO B, -do, B oh, zwischen Enter gedrückt, macht ja nichts. BDO, ja, super Projektname und jetzt bekomme ich die Codes dafür, wie ich das einbaue. Das heißt, das kopiere ich mir. Diesen CSS Code füge den in meinen Header ein. Das hier kommt in die CSS rein. Fertig kann mir meine Web-Schriftarten anschauen. In den Webprojekten hier drüben geht das. Da noch ein paar Einstellungen tätigen, mehrere Schriften hinzufügen, wenn ich das gerne möchte. Und dann kann ich diesen Code, den ihr hier seht, einfach in meine Website einfügen. Genau wie ich das hier gemacht habe. Das ist wirklich ein Einzeiler. Da ist er. Den Style definieren. Heißt also Schriftart, Schriftgröße äh, Schrift Schnitt und Schriftgröße und alles kann ich einstellen. Und dann müsste auch, ich glaube, ich kann mir das auch direkt mal angucken. Ja, ich habe jetzt eine andere Schrift genommen dafür. es mir nach. Aber es geht auf jeden Fall. Okay. Ja, nicht die. War jetzt nicht ja. die eine, aber. Nicht die Leserliste. Also hey. Ja. Es hat funktioniert, das ist das Wichtigste. Okay. Ja, Punktlandung heute, Tim. Und dann, was ich zumindest noch erwähnt haben möchte und nicht zeigen werde, ist Adobe Capture und auch in Photoshop. Diesen Trick habe ich damals schon gezeigt, wie man Schriften erkennen kann. Es gibt eine App, Adobe Capture. Schaut sie euch an, ladet sie euch runter. Wenn wir irgendwann mal Zeit haben, schauen wir uns das vielleicht mal genauer an. Aber heute nicht mehr. Für heute es mal durch. Puh. Sehr gut, ich, ich bin fast ein bisschen sprachlos, Tim. Ich kann, weiß gar nicht, was ich sagen soll, dass wir wirklich punktgenau fertig geworden sind. Äh, Katrin meint gerade, das war sehr interessant. Äh, danke dir, Tim. Ja, auch von Katrin und natürlich auch von mir für den kleinen Überblick über Adobe Fonts. Und äh, Stefan sagt, es war fantastisch. Und ähm, er freut sich schon auf Mittwoch. Ja, was machen wir eigentlich mit am Mittwoch? Da kommt äh, Tobi Schmutzler von der Filmcrew und wird ähm, was über Premiere erzählen. Ja Eigentlich und ich bin schon wieder dabei. Hurra! <laughs> Ihr werdet mich nicht los, ich sag's euch. Äh, aber eine Sache noch: Am Freitag da ist ein Stream freier Tag. Keine Adobe auf Deutsch. Das mich. Und was ist auch. mit dem Montag danach? Tim? Ja, da auch. Uh, da holt Adobe den Freitag nach. Das heißt am ähm, diesen Freitag und nächsten Montag keine Streams. Aber der UK-Stream ist am Freitag noch da und Adobe Live am Montag. Ich glaube, die US-Kollegen machen da noch Streams. Und für alle anderen, die nicht genug kriegen können, die können sich auch ein paar Replays ansehen. Ja. Die letzten Wochen waren nämlich super spannend und da war einiges dabei, dass man sich nochmal ansehen kann. Die Brush-Streams zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder die, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das wäre jetzt gemein, eins rauszuheben. Alle. Man könnte auch ah, noch mal, ja, genau, Man könnte auch einfach in der Zeit zurückgehen und äh, sich den Stream von vor einem Jahr ansehen. Da wäre ich gespannt, was das Besser ist. Das nicht. kann ich aus dem Stegreif gar nicht sagen, aber ähm, ja, da ist sicher was dabei. Ja, dann sind wir durch für heute. Ich danke vielmals. Ich muss eben noch das Webprojekt mal löschen, so, Projekt bearbeiten, löschen, weil das man hat natürlich den Code im Stream gesehen und ich sage mal so, wenn der Code im Stream ist, dann könnte man das einfach rauskopieren und die Schrift da verwenden. Das geht natürlich nicht, deswegen schnell löschen. So, jetzt geht es nicht mehr. Aha. Ähm, und Perfekt. Dann, dann sind wir durch für heute. Ich danke äh, vielmals fürs Zuschauen. Melanie, ich danke dir auch fürs Hosten. Das war mir ein ich Fest. Ich Ich hoffe, Wie ihr immer. habt ein bisschen was gelernt oder wieder neu entdeckt. Äh, ich auf jeden ja, Fall. Ich auch, es war wunderbar und äh, der Chat sagt Dankeschön ich sage Danke an den Chat und nochmal Danke an dich, Tim. Ähm, Küsschen an alle und wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Ähm, Tim, du bist am Mittwoch wieder da. Ja, leider. <laughs> Nein, ich freue mich natürlich. <laughs> ja, dann noch eine schöne Woche, einen guten Start und äh, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. thank you